Ja, ist wieder soweit, eine Woche ist rum, die nächste Fastnacht steht an, Hallöchen erstmal. Heute sind wir hier in Werben, hier ist die 183. Fastnacht. Ja, mal sehen, was hier abgeht. Vorige Woche war ich ja in Burg, da war ja eine Menge los. Das Wetter spielte bloß nicht mit, heute ist das Wetter ein bisschen besser, zumindest bis jetzt. Mal sehen, wie es bleibt. Viel Spaß. Die jungen Männer trafen sich in der Gaststätte. Von hier aus holten sie die Mädels ab. Diese warteten bereits auf der Straße und tanzten sich warm. Dann gab's für die jungen Paare erstmal ein Tänzchen. Von hier aus ging es dann zur Feuerwehr. Dort wartete noch der Trachtenverein. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, waren es 23 Jugendpaare. Insgesamt mit den Trachtenvereinen waren es ca. 50. Thank you.
Vereint machte man denn hier auch ein paar Tänzchen. Jetzt ging der Marsch durchs Dorf so richtig los. Allerdings war die erste Station nicht weit. Es ging auf die Hauptstraße und dann gleich auf den Kirchhof. Wie man sieht, lief man hier in Doppelreihe, sonst wäre der Umzug zu lang geworden. Abgesichert wurde das Ganze durch die Werbener Feuerwehr. Wie gesagt, bis zur ersten Station hatte man es nicht weit. Hier war man auch schon angekommen. An dieser Station wurden auch gleich die Paarfotos angefertigt. Ja, die gute alte Annemarie. Die gibt's aber später nochmal ausführlich.
Ja, jetzt sehe ich gerade ein Mischner Gesicht. Zu euch habe ich ja auch noch vorzukommen. Nur mal so nebenbei. Von hier aus gab es dann einen langen Marsch durchs Dorf. Naja, fürs Fernsehen reicht's noch nicht, aber YouTube ist doch auch schon mal was. Wer guckt denn heutzutage noch Fernsehen? Und noch ein Mischner Gesicht. Ja, die Stimmung war auch im Wärmen nicht schlecht. Hier in einer Seitenstraße gab es nochmal die Annemarie. Hört sich ein bisschen langsamer an oder täusche ich mich da? Ja, so ist richtig. Nachwuchs wird dringend gesucht bei den Kapellen. Ich sagte ja schon mal, in Drewitz musste sogar die Fastnacht abgeblasen werden. Man hat einfach keine Kapelle gefunden. Also, Nachwuchs wird dringend gesucht. Ich wurde auch von einer Kapelle darum gebeten, das mal zu erwähnen.
Ja, wenn die Kapelle mal nicht spielt, wird halt selber gesungen. So ist richtig. Oh, die Armzähne. Nach gefühlten 20 Kilometern erreichte man dann die zweite Station. Hier besuchte man den Bürgermeister. Hier wurden auch gleich die Gruppenfotos angefertigt. Allerdings mit einer Drohne, deswegen hatte man kein Gerüst. War für mich natürlich ein bisschen schlecht. Meine Drohne lag zu Hause. Hier gab es auch einen ziemlich langen Aufenthalt. Naja, man hatte ja noch Zeit. Irgendwann ging es dann aber wieder weiter. Jetzt ging es zum Sportlerheim. Das war dann auch schon die vorletzte Station. Stimmungsmäßig ging es jetzt so richtig ab.
ups, jetzt wurde ich auch noch von hinten angegriffen. Damit hatte ich ja nur gar nicht gerechnet. Ja, Knutscher zurück. Uiuiui, die armen Kehlen. Hier war man jetzt an der vorletzten Station angelangt, dem Sportlerheim. Von hier aus ging es dann nochmal zur Feuerwehr. Ich bin aber schon mal in die Gaststätte zurück, ihr wisst ja, wegen der Kamera. Bei der Feuerwehr waren wir ja auch schon mal. Und das Wetter hatte sich tatsächlich gehalten. Hier haben wir jetzt den Einmarsch in die Gaststätte. Zuerst kam der Trachtenverein. Yeah.
Circa 10 Minuten später kam dann auch die Jugend. Später gab es denn hier noch Tanz bis in die Nacht hinein. Ich machte hier aber dann bald Schluss. Gewesen von der Wärmner Fastnacht. Bin kaputt, ging ja nur ein paar Stunden. Morgen geht es ja dann gleich nach Fehro. Das Video kommt dann nächste Woche, wenn es dazwischen kommt. So, ich sage dann tschüss, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Bye.